das muss man sagen, das wird in Assassin's Creed Teilen echt besser gemacht. Dass sie sich nicht festhält, wenn er runterfällt, das ist echt. Oh! Alter! Das ist echt schlimm gerade. Also, das sind das Sachen, die gerade extrem ankotzen und einfach total unnötige Sachen. Sachen, die gar nicht sein müssen. Ja, nein, das muss ja angeblich anscheinend sein. Ist ja so wichtig. Also, irgendwie kotzt mich das gerade voll an. Und, verdirbt mir ein bisschen die Lust an dem Spiel, aber ich hoffe, das wird noch alles und kommt noch alles und ja. Weil so weiß ich auch nicht, ob das mir dann so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber gut. Werden wir sehen. Das werden wir alles sehen. Anscheinend hier erstmal alle Türme abklappern, um mal irgendwie ein Richtiges zu finden. Um mal was für meine Aufträge zu bekommen. Nicht hier die ganze Zeit. Diese scheiß Mini-Aufträge, die habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich einfach nur. Das ist noch massiv geil. Deswegen werde ich einfach versuchen, dass ich schnell. Schnell diesen Auftrag zu machen, dann müssen wir hier irgendwann wieder zurück nach Damaskus. Und dann können wir auch die kleinen Aufträge machen. Also wird jetzt nicht so, dass sie dann einfach weg sind. Hier haben wir ja dann immer noch Zeit zu. Und dann haben wir noch genug Zeit zu. Und ja. Das ist heute allgemein ein bisschen der Wurm drin, die Fragen. Das klingt doch schon mal gut. In Jerusalem wollte seine Ware, die Baum- und Feldfrüchte nahegelegener Herr. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Redet ihr. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Was tut dieser? Warum würde jemand zu etwas tun? Eltern, warum tut er das? Werden dich schon befragen, kann ich. Oh Mann, ey, geh doch runter von der Scheißleiter. Ja, ich frage es jetzt kurz. Was musst du gegen tun? Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Okay. Daraus war das nur Lauschen. Taschendiebstahl. Gehen wir jemanden anders rauschen. Ja, das ist natürlich toll, wenn der Typ in unseren Körper reinfassen kann. Wovor flieht dieser Narbe? Wie vor deiner Mutter, ey.
Wie oft toll, wenn er in unseren Körper reingreifen kann. Beziehungsweise durch unseren Körper durch. Es wäre eine sehr mächtige Waffe, aber gut. Alles Grafikfehler, Spiel ist auch schon älter. Da darf dem Spiel was passieren. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kommt ihr ja auch bei mir. Wie seltsam. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Ach, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Das heißt, jetzt sollen wir zurück ins Büro. Ey, komm, steh doch auf, Penner. Was tut er da? Warum habt ihr das getan? Deine Mutter scheiße ist, ey. Ich tue das erneut und ich rufe die Wache. Mann, wieso kommt man hier nirgends so hoch? Was ist das für ein Scheiß? Dafür sollte ich euch töten. Überall kann er hoch, nur da nicht. Ich bin gerade ein bisschen in der Platz. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich sage, das muss Spuren. Ich hab nicht unrecht getan. Das Feuer des Kriegs spritzt sich durch das Land. Alter! Kommt, Leute! Kommt, was